Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zur nächsten Folge Vermintide 2. Wir gucken mal ganz kurz in die geheime Kiste hier hinten, ob wir vielleicht einen Trank oder so bekommen, der uns später noch ein bisschen hilft am Endevent oder bei einem Monsterfight oder so. Aber so viel Glück haben wir nicht. Wir haben oben noch eine Kiste, die wird von den Mates gleich hier abgefarmt. Ist auch in Ordnung. Und wir machen uns mal bereit, die Hookratte hier wegzuholen, bevor sie uns holt. Sie kommt hier hinten lang irgendwo. Wir gehen ein bisschen nach hier. Da ist er schon, jawohl. Da haben wir sie schon mal direkt weggeholt. Wir können kurz... Ne, es wurde schon geguckt. Da müssen wir dann nicht gucken. Ich bin ein bisschen weiter hinten. Ich kann hier mit den Plague Monks nicht wirklich helfen, aber... Es ist an sich ja auch nicht so schlimm. Aber ich muss sagen... Ich würde jetzt echt sowas, so ein Deed-Rework oder so wie, zumindest wenn die, wie heißt es hier, wie ein Darktide wäre mit hier High Intensity und so. Das wäre ziemlich nice, muss ich sagen. So, wir müssen mal hier ganz kurz die Ouch-Blackmonks wegholen. Dann holen wir, ups, Kuba gerade noch nicht wieder. Vielleicht kann Salty den hier holen. Vielleicht können wir da hinten was wegholen. Wir holen kurz Kuba hoch. Baden geht es nicht so gut. Aber insgesamt ist er nur von der Hookratte gehuckt. Wird aber nicht angegriffen. Ja, und hinter der Wand hier direkt hinzurennen und Kuba einfach da zu lassen, wollte ich jetzt auch nicht machen, wenn ich ehrlich bin. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie von der Seite angesteppt werden. Okay, gut, gut. Die sind weg. Wir haben irgendwo auch einen hier Lichi oder so. Okay, da haben wir den sogar. Na, nicht Lichi, sondern Stormy war's. Wir können auch kurz mal hier gucken. Manchmal hier beim Skelett oder so auch was Schönes. Aber dem ist heute halt gar nicht so. Ich spiele auch mit einem... Ach, ich habe gar nicht gezeigt. Ich spiele auch hier mit kritischer Kraft auf dem Bolster von kritischer Chance. Vielleicht nicht das Allerbeste. Wahrscheinlich nicht das Allerbeste. Ich muss mal gucken, dass ich vielleicht hier noch ein paar... schönere Breakpoints oder so mir hole. Aber insgesamt ist es trotzdem ganz nett. Wenn wir meinen kritischen Treffer bekommen, dann tut's ordentlich weh, sag ich mal so, wie es ist. So, wir können auch, glaube ich, ein bisschen abkürzen, wenn ich, wenn es mich nicht täuscht, jawohl. Ja, die Hookratte hier richtig schön bekommen, habe ich die nicht. Oh, irgendwo da hinten. Ich finde es auch gut, dass der Schild einfach so eine 380 Grad-Wende gemacht hat, um uns, um beziehungsweise den Dingens hier wegzuholen, den Stormwürmen war es gewesen. So, wir haben hinten noch irgendwo was Kleines, jawohl. So, und den dann noch weg. Aber heute haben wir auch wieder so eine ultra gemütliche Runde. Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit ist alles ein bisschen zu gemütlich, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist irgendwie so. Ich würde schon ganz gern mal wieder sehen, dass Vermintide halt so ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen anstrengender jetzt werden. Also, ein bisschen anstrengender wäre. Aber naja, so schlimm ist es nicht. Ich finde es auch gut, dass ich den Assassin, der gerade gespawnt ist, einfach direkt mit dem Schädel weggeholt habe. Der Schädel hat hier direkt den Flug zum Assassin gemacht, so tschupp. Ja, der Schädel ist lustig. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob der wirklich irgendwie gefixt wurde oder so, aber insgesamt ist der ein bisschen netter, glaube ich. Würde ich behaupten. Sage ich es mal so. So, ich würde ganz gerne mal hier die, genau, die Feuerrad hier wegholen. So, dann haben wir noch den Morle hier weggeholt. Dann haben wir die hier noch weggeholt. Und die da auch noch. Perfekt. Und du kommst ja auch nochmal weg, kleine Clan-Ratte. Und dann gucken wir, dass wir hier mal ein bisschen aufräumen. Wir können auch mal den Schädel hier raussenden. Und dann gehen wir mal hier durch den Keller. Da sind wir sowieso so gut wie nie durchgegangen. Hier ist noch ein bisschen Munition da unten. Oh, da oben ist noch ein Morder, den holen wir mal schnell weg. Aber erstmal das, was uns angreift. So, mit einem Kopfschuss könnte ich auch den hier Stormwürmen gut wegholen, aber... So gut habe ich halt leider nicht getroffen. So, wir gucken mal oben. Oben gibt es doch auch immer eine, wie heißt es hier, noch eine Kiste irgendwo. Da erinnere ich mich noch dran aus Vermintide 1. Genau, hier ist die Kiste. Hier oben auch einer der, ich glaube, besten Spots gewesen.
Gasratten standen unten, haben das Gas hier gegen geworfen. Wir konnten hier stehen in Vermint halt 1. Oh, aber der Anfang der Map war echt ultra unangenehm. Sag ich's mal, wie es ist. Aber gut, die Mates haben schon mal hier Dingens genommen, die Medi-Supplies. Hinter der Wand sind auch noch ein paar Gegner. Nehmen wir mal den hier. Dann holen wir ein bisschen was weg. Und dann wollen wir mal loslegen, würde ich sagen, oder? Durch den Schädel und so bekommen wir generell noch relativ viel hier temporäres Leben und so wieder. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber wir könnten noch mal was Lustiges machen. Wir könnten noch mal hier hoch und von hier oben Unterstützung geben. Das ist auch sowas, was ich eigentlich nie gemacht habe hier. Kann ich noch ein bisschen weiter nach vorne, ohne runterzufallen? Oh, nice. Okay, das wird wahrscheinlich eine schlechte Idee sein. Wir werden wahrscheinlich von hinten abgesteppt werden. Aber ich finde, das ist es mal wert zu probieren. So, bei dir von da irgendwo. Ich halte nochmal ein bisschen angedingenst hier. Bis der irgendwie hier ums Eck kommt. Oder bis irgendwas anderes ums Eck kommt. So. Aber ja, da hinten kommen jetzt die Gegner. Da gehen wir mal runter hier. So, hier sind ein paar viele. Wisst ihr was? Ich habe gehört, es ist Zeit für eine Dingensbombe hier gewesen. Für eine Feuerbombe. Und dann gucken wir mal, dass wir hinten noch ein bisschen was vielleicht hier runterschubsen. Oder die Plague Monks hier wegholen. Oh, nice. Spahn hat hier runtergeschubst. Sehr, sehr nice. So, Gasrad ist weg. Nächste Gasrad ist weg. Da hinten geht es Grubi soweit gut, wie es aussieht. Wir haben einen Explosivpass hier für den Fall der Fälle. Ich könnte mich auch mehr auf das... Ich mach das mal. Ich stelle mich mehr nach hier hinten. Und guck, dass wir hier so ein bisschen was wegholen. Sowas wie die Gasrad hier hinten. Und alles Kleine hier, was irgendwie so da lang kommt. Da hinten kämpft Gruber. Wir können ein bisschen hier reinwerfen. Vielleicht treffe ich ja irgendwie zufälligerweise irgendwas. So, sowas wie den Blightstorm hier da oben. Ich habe den vorhin gerade an der Hand getroffen. Ah, mein Aim ist gerade echt nicht super mit dem hier Blitzstab. Aber ich finde den Blitzstab irgendwie am coolsten. Ich habe gestern mal versucht, ah, da kommt das Boot sogar schon, mit Freunden mal eine Runde hier mit dem Beamstaff zu spielen, aber ich bin da einfach komplett unnütz mit dem Beamstaff. Bin ich überhaupt nicht von Nutzen, leider. So, oh, ich habe auch so den Bahn getroffen, es ist gerade hochgesprungen. Ich schiebe mal hier einen Schädel raus, das kann vielleicht noch mal ein bisschen helfen. Noch mal ein paar hier nicht so ganz aufgeladene Balls da reinwerfen. Der war ein bisschen zu knapp hier gerade. Aber ja, insgesamt ziemlich nice eigentlich die Runde. Wir können auch gegen die Chaos Warrior kämpfen. Der Bahn hat noch eine Bombe zum Loswerden. Aber wollt ihr noch? Da hinten kommen die irgendwo. Wir können ja nochmal hier reinschießen. Wenn sie zu nah kommen, können wir dann gehen. Eigentlich kommen ja, glaube ich, sogar noch mal Chaos Warrior, aber ich sehe beim besten Willen da hinten keinen einzigen. Aber ja, insgesamt eine nette Runde. Aber mir fällt halt auch irgendwie auf, Kataklysmus ist gerade irgendwie nicht so anstrengend letzter Zeit. Ich kann noch mal gucken, ich gucke auch noch mal, bevor ich jetzt die nächste Folge aufnehme, dass irgendwie nicht das hier, dass der Core-Count oder so runtergestellt wurde, weil wenn man irgendwie dem Spiel wenige Kerne zuweist oder so, dann wird es ganz schnell mal ziemlich einfach. Aber eigentlich habe ich das halt auch nicht runtergestellt. Eigentlich sollte das nicht so sein. Und wir, insgesamt haben wir auch nicht wenig Gegner gehabt. Wir hatten hier, wie viel, 500, 1000, 1600. Das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Ja, es fühlt sich zumindest in letzter Zeit ein bisschen deutlich einfacher an. Oder eher gesagt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass weniger Gegner auf der Karte sind. Aber ja, insgesamt, ich mache hier auch mal den hier. Und ich gucke mal jetzt hier ganz kurz, das wollte ich euch ja zeigen hier, unbedingt nochmal, in der letzten Folge habe ich es ja versprochen. Und zwar hier Geschenke des Wolfvaters, weil ich fand es irgendwie so cool. Den gab es hier gestern, den Frame. Aber genau, ich wollte euch zeigen, diese Animation hier, das war die aus Vermint 1. Wisst ihr noch von ein paar Folgen, wo wir quasi hier unser Equipment-Dings bekommen haben? Da gab es ja auch diese Animation hier.
Oh, Baden, warum? Jetzt muss ich noch mal in der nächsten Folge zeigen. Aber ja gut, ihr könnt's denken. Eternal Skeletons Pistolen und Greiffuß. Oh, da gibt's also zwei Skins quasi heute. Das ist sehr, sehr nice. Also es gibt einmal hier die, wie war das nochmal hier? Griffenfoot waren diese, genau, hier mit den mehreren Läufen, genau. Von Salty und die ganz normalen Pistolen. Ah, ich verstehe das halt auch noch nicht so ganz. Wir gucken uns die mal ganz kurz an. Wir nehmen mal hier den wunderbaren Bounty Hunter. Ich weiß nicht, ob ich... Ja, ich habe das Pistolenpaar. So, mal gucken. Das sind jetzt hier ganz normale Pistolen in blau. Dann gucken wir mal. Dann gibt es hier die Kornpistolen. Die, oder wie wir sagen, die Cornflakes-Pistolen. Das waren die vom Juni-Event gewesen. Und jetzt gibt es quasi die hier noch. Eternus, oh Gott, ich kann es nicht aussprechen, aber genau, das die neuen. Die sind so ein bisschen... Wir können uns das ja mal angucken. So, das hier ist der Degen vom Halloween-Event. Der ist so ein bisschen... Ich gehe mal irgendwo hin, wo es ein bisschen dunkler ist. Man sieht es hier, das ist so ein bisschen so gelblich. So ein bisschen gelblich, vielleicht leicht orange, würde ich behaupten. Oder dunkelgelb. Und die Pistolen sind so... Ich habe irgendwie gelesen, Reddit, dass die Leute sagen, dass die hier so, wie heißt es, so grünlich sind, aber ich weiß nicht warum, aber ich denke, die sind eher so grellgelb, wenn das so richtig ist. Denke ich zumindest. Aber ja, es gibt noch andere Sachen, die wir bekommen. Ich kann jetzt einmal mal ein bisschen spoilern. Wer jetzt nicht gespoilt werden will, kann gerne gehen. Da hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Aber wir bekommen hier für die... Dagger später den Skin, genau, man kann es hier sehen. Das sind die ganzen Skins, die es gab. Das waren die jetzt vom Korn-Event Mitte des Jahres. Und hier gibt es die, das sind quasi hier diese, das ist dieser neue Skin, den wir irgendwie die Tage dann bekommen werden. Ja, und das ist quasi hier der lila Skin. Ich weiß gar nicht, gibt's die ja auch in Dingens? Genau, die gibt es ja auch in ganz normal roten Skin quasi. Ich glaube, das einhändige Schwert ist mal wieder außen vor gelassen. Denke ich mal sehr, ja, natürlich. Hat leider nichts bekommen, schade. Da würde ich mich freuen über, was weiß ich, den hier in Gelb oder so. Das fände ich schon mega cool. Aber gibt's leider nicht. Oder, na gut, das hier in Rot gibt's halt generell auch nicht, den Skin. Aber ich bin mir auch nicht so sicher. Irgendwie Speer oder so? Bekommt der Speer irgendwie? Ne, ich sehe hier halt auch noch nicht beim Speer irgendwas, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube aber... dass wir die Javelins bekommen. Ich glaube, die Javelins bekommen wir mit dem... Genau, die gibt es hier dann später. So, oder? Ist das wirklich das hier? Ja, ja, genau, das ist hier Eternus Dingsbums Dornwurfspeer. Der sieht eigentlich schon ziemlich krass aus. Ich weiß jetzt gar nicht. Gibt es den hier auch in... Genau, den gibt es hier natürlich auch in Blau. Ja, Javelins halt auch so und sagt, ich nicht spiele. Man sieht es hier. Ich habe noch nicht mal den Skin gewechselt vom hier Standard-Skin. Man sieht es, wie oft ich die Javelins wirklich spiele. So, wir nehmen uns jetzt mal irgendeinen schönen Skin wenigstens. Aber ja, insgesamt finde ich es gut, dass es die Sachen gibt. Wir können ja noch mal gucken. Victor bekommt zwei Pistolen. Wir können ja mal spaßhalber bei Sienna gucken, was Sienna noch bekommt. Das Schwert weiß ich, bekommt sie nicht. Ich glaube, hier auf dem Feuerschwert bekommt sie noch mal was. Genau, das gibt es dann auch hier. Ich finde es halt ein bisschen irgendwie schade, zwischen hier dem Halloween-Skin vom letzten Jahr ist halt irgendwie so, irgendwie dieses schöne dunkle Gelb, wenn man so sagen kann. Und dann der neue Skin ist halt irgendwie so wieder das bisschen hier grelle Gelb. Man sieht hier auch irgendwie so ein paar Skins fehlen mir noch bei Sienna. Vor allem auch der hier, aber den kann man sich ja irgendwie aus dem Shop holen. Aber ich bin mir nicht sicher, was Sienna quasi noch bekommt. Ich glaube, Flegel bekommt nichts. Nee, Flegel bekommt nichts. Ja, ich müsste mal, glaube ich, ein bisschen wieder was craften hier. Der Dagger bekommt auch nichts. Ne, hier fehlt mir sogar noch der Dingens hier in Rot. Ich habe ja immer nur, ich nutze ja sonst den hier, Mimidias Dolch. Den gab es ja beim Halloween-Event vor ein paar Jahren. Aber ja, dann müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, was es hier noch gibt. Ich weiß gar nicht, gibt es den Dingens hier? Ne, den Stab gibt es auch nicht. Irgendeinen anderen Stab, Coruscation-Stab. Oh ja, den Coruscation-Stab. Oh, den gibt es in Gelb. Okay, dann wird das die zweite Waffe für Sienna sein. Zeigen, wie schade das ist. Stab wurde jetzt genervt. Werde ich wahrscheinlich generell nicht so oft spielen. Aber
Der hier in Blau und der hier in Gelb, der sieht schon irgendwie ziemlich nice aus. Auch wenn nur die Farben sich ändern, es ist insgesamt schon ziemlich nice, muss ich sagen. Dass wir mehr Zeug bekommen. So, ich wechsle mal hier wieder zurück, sonst vergesse ich das später vor der nächsten Aufnahme noch. Ich glaube, das Schwert hatte ich gehabt davor. Sieht gut aus. Und ja, wir können nochmal bei Baden gucken, was Baden denn so bekommt. Wir hatten Salty haben wir uns jetzt angesehen. Jetzt gucken wir uns nochmal den Baden an. Ich glaube, das Schild hier, nee, das Schild bekommt nichts. Trollhammer bekommt auch nichts. Ich finde beim Trollhammer generell cool, dass wir hier generell diese coolen Skins haben, wie diesen roten hier. Ach, der dreht sich so komisch. Warum dreht er sich so komisch? Okay, jetzt hat es aufgehört. Den finde ich generell ziemlich nice. Gibt es ja auch hier im Blau. Ja, ich bin mir nicht sicher. Kriegt Baden irgendwas für die Armbrust, wenn man mal so nachguckt? Nee, da fehlt mir einfach nur mal wieder eine Armbrust, die man aus dem Shop kaufen kann. Flammenwerfer? Nee, fehlt mir auch wieder so eine, die man aus dem Shop kaufen kann, so wie es aussieht. Ja, ist die lila, ne? Die kann man aus dem Shop kaufen. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Muskete gab es beim Korn-Event dieses Jahr. Fehlt mir natürlich auch wieder eine, die man aus dem Shop kaufen kann, aber was soll's. Pistole kann ich nochmal gucken, aber ich glaube, wir sind da so langsam hier durch. Ah, ich hab... Doch, die Pistole. Die Pistole gibt's. Tatsächlich. Da bin ich mal gespannt dann, was ist, wenn wir die dann hier später bekommen. So, ja genau, die aus dem Shop müsste ich mir noch kaufen. Ich muss mir generell noch irgendwie die hier erarbeiten, aber ich bin ehrlich, ganz gerne so Sachen farmen mache ich nicht so gerne. Gucken mal, vielleicht kriegt Baden hierfür noch was. Ne, dann fehlt nur die aus dem Shop wieder. Wir gehen mal wieder zurück zu unserem Trollhammer hier. Das heißt, er kriegt irgendeine Nahkampfwaffe. Spitzhacke? Ne. Einhändige Axt, gucken wir mal. Ne, sieht nicht so aus. Einhändiger Hammer, Hammer wäre noch eine Idee. Ne, da fehlt mir immer noch der eine Hammer hier. Schild und Hammer vielleicht. Das könnte vielleicht gut sein. Ne. Ich finde es auch gut. Immer die Sachen, die ich mir im Shop kaufen kann, habe ich mir nicht gekauft. Muss ich irgendwann mal machen. Was haben wir noch? Wir haben hier die Axt schon aus dem Halloween-Event letztes Mal. Gibt es die hier diesmal? Nee. Dann, ja, vielleicht... Das hier wäre noch eine Idee möglich. Also eine Möglichkeit. Die Axt haben wir geguckt. Vielleicht ist es auch der Hammer. Genau, vielleicht ist es auch der Hammer. Das könnte vielleicht gut sein. Ich müsste generell mal hier die Challenges eigentlich auch machen, aber... Was soll's, was soll's. Die laufen nicht weg. Aber ja, das scheint dann wirklich der Hammer zu sein. Muss ich mal nachgucken. Wir können ja auch mal ganz kurz spaßeshalber hier mal einen herstellen. Dann gucken wir mal ganz flott. So, dann gehen wir mal zurück. Und dann gucken wir mal hier den Hammer an. Ich muss hier über herstellen. Warte, wo war das? Ausrüstung, genau. Hier Ausrüstung war das. Ja, den Hammer gibt es dann später. Auch hier gelb. Da bin ich mal gespannt. Muss vor allem generell hier noch ein bisschen mehr für Baden ziehen. Die meisten Sachen habe ich mal halt gecraftet. Die meisten Sachen habe ich, glaube ich, damals, wo ich das Spiel angefangen habe, mit der Ellie geöffnet. Habe bis heute nicht den einen Skin bekommen. Generell so ein paar Skins fehlen noch. Ist halt auch wieder so eine Sache, die man sicher farmen kann. Wir gucken uns jetzt noch kurz Gruber an. Und ja... Ja, wird gerade geschrieben, woher es denn gibt. Muss man hier ganz kurz antworten. So. Oh, oh. Jetzt muss ich erstmal schreiben. Schreibt mal hier Event. Und dass es das letztes Jahr gab. So. Und ja, dann kriegt Gruber noch irgendwas. Müssen wir uns mal in der nächsten Folge oder so angucken. Da gucke ich mal genau nach, was es da noch gibt. Aber ja, auf die Skins bin ich gespannt. Ich hoffe, dass euch die bis längere Folge mal gefallen hat. Und ich habe, glaube ich, eine Idee. Ich bin mittlerweile fast hier bei 1000 Kisten. Wenn wir die erreichen, machen wir mal ein großes... Ich weiß nicht, wollt ihr ein großes Case-Opening haben mit sinnlosen Zeug ziehen? Wenn ihr es wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann kann ich das gerne machen. Ich bin sowieso zu faul, die Kisten gerade zu öffnen. Von daher hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten wieder. Und bis dahin, tschüss.